Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Video aus unserer australischen Wahlheimat Cairns. Wir haben eine ganze Weile von uns nichts hören lassen, was dem ganz einfach geschuldet ist, dass wir hier eine Wohnung gefunden haben und ganz, ganz viele organisatorische Sachen zu erledigen hatten. Kindergarten, Schule inzwischen auch schon, Autos ummelden, uns ummelden, neue Versicherungen und. Also was das Thema Bürokratie angeht, steht Australien, Deutschland nichts nach, aber schaut mal selber rein. Viel Spaß! Jetzt zu unserer ersten Wohnungsbesichtigung. Und? Irgendwas zu sagen? Nö. Wir fahren zu unserer ersten Wohnungshausbesichtigung. Ja. Mal gucken mal, wie das so funktioniert hier in Australien. Ist direkt am Strand. Hm. Das wäre natürlich echt cool, aber wir gucken mal. Und du, Erli, freust du dich schon? Sehr gut. Oh, ja. Besser ist, ne? Nicht, dass man da mit Hunger hingeht. Na, machst du richtig. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Findest du? Das Haus da wäre dann unseres, wenn wir das so machen. So. Zurück nach der zweiten Hausbesichtigung. Mhm. Und? War jetzt nicht so erfolgreich, leider. Ja. War die schlechteste Gegend. Das ist toll, aber irgendwie hat sie nicht verstanden, dass wenn da in jedem zweiten, jeder zweiten Einfahrt so eine Burnout-Karre steht mit hinten abgefahrenen Reifen und vorne andere Felgen und so, dass es dann nicht so die Gegend ist, wo wir hinziehen wollen. Wenn da Zigaretten rauchende, Bier trinkende Menschen in Garagenhausen, das ist halt auch nicht so cool. Und ich habe nicht gesagt, dass ich es schön finde. Es war okay, nur die Nachbarschaft war halt nicht die beste, scheinbar. Oh. Ja, naja, wir haben ja noch ein paar Häuser vor uns und Wohnungen, je nachdem. Und die zweite Wohnung war nicht so schön, die war eigentlich nicht so schön, aber die andere Wohnung war richtig schön, weil die lag am Strand. Direkt am Strand. Mhm. Stimmt, wir haben uns heute früh noch eine Wohnung angeguckt. Für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen klein, da müssen wir noch drüber sprechen. Aber die lag direkt am Strand. Für einen Anfang. Für einen Anfang wäre das vielleicht nicht schlecht. Wir werden sehen. Ein Regentag im Wohnwagen. Wir haben das mit den Kartenhäusern nicht hinbekommen. Wir deswegen immer Baustellen. Macht doch viel mehr Spaß. Was baust du da? Ich baue einen kleinen Stall. Einen kleinen Stall. Ich habe einen großen Stall gebaut. Nein, einen großen Turm. Die machen wir jetzt Bild drauf. Und? Macht Spaß? Ja! Und ich habe Gewitter im Kopf, als es dann regnet. Das ist mein Projekt. Und was ist Erlis Projekt? Nur was oben drauf tun. Oh, Kartenspiel. Nein, es ist aufgegangen. Nein! Wir sind seit morgen wach geworden mit der Nachricht, dass die Camp Kitchen geschlossen ist, weil sie überflutet ist. Naja, es regnet halt seit zwei Tagen ungefähr so, wie es jetzt regnet. Müssen wir halt mal gucken, na, wenn der Fluss jetzt hier noch weiter steigt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir auch zusammenräumen. Die ersten haben jetzt vorne schon zusammenpacken müssen, weil die ein bisschen niedriger waren. Ja, so sieht das halt hier überall aus, gell? Naja, einen guten Meter haben wir noch. Mal schauen, was passiert.
So, das ist die Camp Kitchen. Echt nicht schön die Kitchen im Moment. So, also alles, was hier aussieht wie Fluss, ist eigentlich Campingplatz. Da hinten so 20 Meter hinter der Palme geht das lustig wackelt. Da. Ja, so 20 Meter dahinter ungefähr ist der eigentliche Fluss. Die Araba-Halbinsel ist wirklich traumhaft. Und leider hat die australische Regierung hier die ein bisschen sozial schwereren Fälle wahrscheinlich outgesourced und in eine Aborigine-Community im Yarrabah Beach verlegt. Und ja, da ist leider wirklich genauso, wie es alle Vorurteile behaupten. Da ist kein Stein auf dem anderen, da ist jede Scheibe zerschlagen, überall stehen Autofracks rum, da wird wahrscheinlich die Hälfte geklaute. Wir waren da auf jeden Fall genauso schnell wieder draußen, wie wir reingefahren sind. Es ist sehr schade und traurig anzusehen. So, da haben wir Cairns. Da haben wir den Flughafen. Und da, ungefähr in der Mitte, da ist unser Haus genau am Strand. Also unsere Wohnung, wie Steffi jetzt sagen pflegt. Keine üble Gegend zum Wohnen. Ja, Lien, ich, wir gehen jetzt Schlittschuh laufen. Stimmt's? Ich freue mich so. Genau, wir freuen uns ganz doll. Wo ist er? Da ist er. Ja. Müssen jetzt hier erstmal das Shopping Center. Es ist nämlich tatsächlich im Shopping Center. Und ja, genau. Spaziergang im Shopping Center. Ja, wenn wir schon nicht in den Pool heute können, gell? Weil Ali ganz viele Frieseln im Gesicht hat. Ja. Oh, dann müssen wir uns halt auf der Eisbahn abkühlen. Ja. So, jetzt sitzen wir beide hier total enttäuscht, weil die Eisbahn nicht auf hat. Wir haben uns so gefreut, gell? Macht nur Mittwoch, Donnerstags und Freitags auf. Ach Mann. Ja, auch sowas gibt's. Echt blöde Tage. Stimmt. Naja. Also Mittwoch haben wir gar nicht, wollen wir gar nicht dahin. Hm. Und als Donnerstag wollen wir auch gar nicht dahin. Die Puffen. Ja. Naja, komm, vielleicht können wir ja Mittwoch oder Donnerstag gehen. Wir müssen mal gucken in unseren Terminkalender. Okay? Wann wir hingehen können, okay? Hold on.
nächstes Mal ganz alleine fahren gehen. Wollte sie zu viel, ne? Guten Morgen. Wir fahren zu unserer Wohnung. Letzte Fahrt mit Anhänger. Naja. Also vorerst letzte Fahrt. Wir fahren ja auch erstmal nur Schlüssel holen für die Wohnung und dann fahren wir in die Wohnung. Okay, so kann man es auch sagen. Und dann sind wir quasi endlich irgendwo. Ja. Und? Freust du dich schon? Und dann geht's gebastelt und gekaufe los. Ja, können wir es bauen nennen und nicht basteln? Nenn's bauen. Das hört sich sonst so nicht so stabil an. Naja, wir werden sehen. Wir bauen nämlich unsere eigenen Betten. Mal gucken, wie das wird. Wir werden euch berichten. Turn right onto Coconut Street. Coconut Street. This is the street where we live. From now on. Somebody's happy? Yeah. You have arrived. And here it is. Die Einfahrt. Genau. Also, das ist unsere Einfahrt. Da ist unser Briefkasten. Die Nummer 5. Jetzt. Jetzt ging gerade irgendwas. Ne, jetzt hast du wieder zugemacht. So. Da ist unsere Einfahrt. Und da ist ein Hund. Also das ist schon mal eine Eingangstür. Hier ist unser Pool. Und das wird wahrscheinlich unser Haupteingang werden. Das wird jetzt erstmal spannend. Ne? Ja. Also sie hat gesagt, sie hat es markiert. Side door. Ein Glas Door, Slide Door, SSD. Maybe GSD, Glas Slide Door. Doch jetzt hat sich das bewegt, jetzt. Weiter zurückgehen, sonst sieht man das nicht. Wir sind schon wieder shoppen. Ali ist zu faul zu laufen. Kurzer Zwischenstand. Wohnwagen ist fast leer. Wohnung sieht aus wie wie ein Rumpelkamper. Ach ja, hier ist alles Zimmer jetzt noch leer. Ansonsten sieht alles sehr rumpelkammermäßig aus. Aber gut, so ist das. Und das ist ein Umzug. Ja, und Ellen hat das Wichtigste von allen unseren Kühlschrank geholt. Hm. Und mal gucken, wie wir das 125 Kilo Gerät da runterkriegen. Hört schon. Ja, klar. Zwischenstand. Again. Und? Okay. Papa fühlt sich schon, wie als hätte er eine Couch. Da mein Fernseher. Sony, herzliche Grüße an Sven. Ja. Ah, hier ist auch schon alles einigermaßen eingeräumt, zumindest das, was wir so haben.
geputzt habe ich nochmal alles. Ja, riechen tut es irgendwie immer noch ein bisschen komisch, aber naja, gut. Genau. Oh ja, ihr wart schon im Pool. Der direkt da ist. Da. Genau. Ja, Schlafzimmer ist auch wieder leer. Und ja, Klamotten eingeräumt. Jetzt fehlt noch die Matratze. Und dann ist gut. Ach ja. Ja. Herzlichen Dank an Sabrina auch, die meinen Mann beraten hat. Und der mir das. Und der mir das gekauft hat heute. Ja. Genau. Ach, Schande. Ich muss noch den kleinen Kühlschrank ausräumen, fällt mir gerade ein. Ja gut, das kriegen wir noch hin. Ja, Bad ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Ehrlich Zimmer. Das sieht gleich ein bisschen besser aus, wenn wir unsere Sachen rübergeräumt haben. Genau. Na cool. Haben Sie noch was zu sagen? Das ist die Styropor-Prinzessin. Ich bin die Prinzessin. Ah. Okay. Na gut. Alles klar, wir halten euch auf dem Laufenden. Bis später. Good morning in the morning. Ah, ah. Die Sonne geht auf. Wir gucken hier raus. Es ist jetzt gleich Frühstück. Erli hat schon die erste Misere heute durch, leider. Mhm. An heißer Milch verbrannt, aber sowas von. Naja, gut. Und hier wurde heute früh mein Kaffee gemacht. Ja. War so schön. Der Ausblick nochmal hier raus. Genau. So, das war der nächste Zwischenstand. Heute geht es nochmal los und groß shoppen für eine Couch, die da irgendwo hinkommt. Und ein paar Regale und sowas. Genau. Und hier sitzen dann die Leute drauf. Super. Und hier vorne hast du gesagt, da sind die Pferde dran, ne? Mhm. Na cool. Ich bin stolz auf dich. Toll. Ja, sowas macht unser Kind, während wir, also mein Mann, Bettenboy baut. Da einmal. Oh, voll schönes Bett. Und hier, das wird auch noch ein Bett. Voll cool. Und er ist ganz durchgeschützt. Und Knülle. Genau. Und was habe ich gemacht? Ich war shoppen. Du warst shoppen, super. Hier und da und überall. Genau. So ist das. Na dann. Und ich baue noch ein bisschen. Lassen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Paradies. Geh mal kurz, was ich sehe, wenn ich aus meinem Schlafzimmer rauskomme. Da ist der Elf, den sehe ich direkt neben mir. So, und da hinten. Da geht die Sonne auf. Schwer zu erkennen. Es ist so. Und wenn ihr ganz leise seid, hört ihr vielleicht sogar das Meer rauschen.